Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Barlow mit BMZ Nummer 429 und den Themen Barlow an den Feiertagen, nervige Fragen und Pro-GCD. Und weil ihr, wenn ihr euch wundert, dass ich von mir selbst gerade sage Barlow an den Feiertagen, das ist nur, damit man in der Überschrift verstehen kann, dass es darum geht, was ich an den Feiertagen mache. Denn wenn ich sage, meine Feiertagspläne, könnte ja auch der Autor gemeint sein der Frage. Hallo George, bald beginnen ja die Feiertage und ich würde gerne wissen, wie du diese verbringen wirst. Bist du bei Verwandten zu Besuch oder kommen Verwandte zu dir? Feierst du überhaupt? Und können wir weiteren Content über die Feiertage erwarten oder machst du in dieser Zeit Urlaub? Das ist eine gute Frage, weil ich das somit quasi zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal offiziell ankündigen kann, aber zum ersten Mal zumindest auch auf YouTube ankündigen kann. Vielleicht mache ich sogar nochmal ein gesondertes kleines Video, wo ich das im Detail sage, aber das schon mal für euch. Definitiv und 100% ist geplant, sowohl am Heiligen Abend als auch an den Feiertagen, als auch an Silvester zu streamen. Vermutlich auch an allen Tagen dazwischen, für diejenigen von euch, die sich, und ich denke, das werden einige tun, zwischen den Feiertagen frei nehmen oder sowieso frei haben und da noch nicht so recht wissen, wohin mit ihrer Zeit. Ich werde die Zeit mit euch verbringen. Ich weiß nicht exakt die Uhrzeiten, zu denen die Streams anfangen. Ich denke an 18 Uhr bis Ende offen. Ja, ich glaube, das wird es werden. Also da verschiebt sich das dann. Normalerweise mache ich ja momentan immer morgens die Streams und dann mache ich nachmittags meinen ganzen YouTube-Kram und die Podcasts und so weiter. Und manchmal streame ich abends, manchmal schaue ich aber auch abends Fussi oder verbringe Zeit mit Carla und ja, also einfach auch deshalb, wenn ich morgens um 9 anfange zu streamen, dann bis einschließlich abends um 12 oder 11 oder so durch zu streamen und Content zu produzieren, dann bist du halt irgendwann, gehst du auch auf dem Zahnfleisch. So, an den Feiertagen sieht das ein bisschen anders aus, denn Carla besucht in der Zeit ganz gerne ihren Vater und nimmt die Hunde mit und dann habe ich hier so, bin ich Strohwitwer für die Zeit, habe hier sturmfreie Bude quasi. Und das ist cool, weil ich dann am Stück machen kann, was ich möchte. Und in dem Fall ist das halt mal am Stück streamen, ohne dass ich immer zwischendurch, ach, jetzt müssen die Hunde wieder raus und da gibt es wieder Futter. Und dann muss hier das eingekauft werden, da muss da was gemacht werden und so weiter und so fort. Also das habe ich mittlerweile sehr zu schätzen und lieben gelernt. Das ist quasi meine Art von Urlaub im Moment, dass ich... So ab dem 20. glaube ich rum ist das, wenn Carla sich auf den Weg macht, bis Anfang Januar hier machen kann, wozu ich Lust habe. Und das wird ganz, ganz viel Streamen sein. Was ich dann oder was wir dann ganz genau machen, ach, das gucken wir mal. Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt werde ich vielleicht auch schon wieder die Community-Gilde aufleben lassen und die öffnen für weitere, weil das haben wir schon mehrfach, glaube ich, gemacht gegen Ende des Jahres mal und da diverse Projekte gemacht, weil ich doch feststelle, dass das hilfreich ist, einfach um irgendwelche Sachen zusammen in-game zu machen und da leicht jemanden zu finden, mit dem man gerne was macht. Also das könnte demnächst dann auch wieder passieren. Das werden die Pläne sein. Es wird definitiv auch wieder Anti-Silvesti geben, mit natürlich auch wieder Ende offen und billigem Jagdjäger, für den wir uns ein kleines Trinkspielchen einfallen lassen werden. Also auch da für diejenigen, die ein bisschen feiermüde sind oder so. Ich werde da sein und streamen. Immer unter der Voraussetzung, dass nichts dazwischen kommt. Wenn ich aus irgendeinem Grund krank oder sonst was bin, das kann natürlich auch irgendwie im Winter immer gut mal passieren, dann wäre das anders. Aber ich habe definitiv keine Art von anderem Plan, wegzufahren oder irgendwie was anderes, andere Inhalte zu machen oder sonst was. Hallo Onkel B, bist du eigentlich von manchen Fragen bzw. Kommentaren genervt? Auch wenn ich BMZ das Ganze sehr unterhaltsam, oh jetzt geht's los, und informativ finde, gibt es eine Kategorie von Kommentaren, die ich mittlerweile lieber überspringe. Und zwar Situationen, in denen du eine Mischung aus Dr. Sommer und Beichtvater spielst. Ein Spieler schildert dir eine Situation, in der er von seinen Mitspielern oder auch einem GM Kritik/Konsequenzen zu spüren bekam. Einziger Sinn der Frage ist es, Absolution zu bekommen. Also sagen wir es mal so, wenn mich Fragen wirklich oder Themen total annerven, dann nehme ich die Frage eigentlich mit rein. Manchmal vielleicht, wenn ich das Gefühl habe, so, mich nervt das zwar total, aber bevor ich das jetzt 400 weitere Male gefragt werde, nehme ich es einmal mit rein, damit dann Ruhe ist. Klappt natürlich auch nicht immer, weil nicht jeder die Folge dann sieht, in der ich es einmal mit reingenommen habe. Die Fragen jetzt finde ich nicht per se schlimm. Also, dass man mal fragt, irgendwie, dass sich jemand mal hinterfragt und sagt, habe ich da richtig gehandelt?
Das sollten Leute sehr, sehr häufig tun. Dass es manchmal so offensichtlich ist, zumindest wenn sie die Art und Weise, wie sie ihre Geschichten schildern, dass man da nicht zweimal drüber nachdenken muss, ist auch klar. Ich glaube, es geht auch manchmal den Leuten nur darum, eine Geschichte zu erzählen, wo sie sich denken, oh Gott, was ist mir da für ein Vollspacken begegnet? Ich möchte jetzt einfach andere daran teilhaben lassen, an dieser Geschichte, wie mir dieser Vollspacken begegnet ist. Und dann wird es eben verpackt als, was hältst du von diesem Verhalten? In vielen Fällen ist es natürlich so, dass es für mich unglaublich schwierig ist, nachzuvollziehen. Also vielfach werden Informationen ausgelassen, die nützlich wären, um das Ganze beurteilen zu können. Und natürlich, selbst wenn sie nicht ausgelassen werden, man ist halt selbst sehr selten der Bösewicht in der eigenen Geschichte, ne? Das merkt man halt schon. Das natürlich. Aber umgekehrt wird halt auch ein Schuh daraus. Kaum jemand verhält sich ja gerne absichtlich böse oder beschissen. Das heißt, wenn die Leute das machen, haben sie trotzdem nicht das Gefühl, das gemacht zu haben, sondern sie denken, sie haben gerechtfertigt gehandelt. Es gibt nur ganz wenige, die tatsächlich sagen, okay, das mache ich jetzt, weil ich mich gerade böse verhalten möchte. Es gibt auch das dann meistens eher in Richtung Trollen. Aber gut, nee, es gibt ansonsten von den Sachen, die ich als Fragen reinnehme, sehr, sehr wenige, die ich nicht interessant finde. Wir haben zwar immer wieder wiederkehrende Themen. Mittlerweile haben wir 429, ne, glaube ich, sind wir gerade. 429. BMZ und viele davon mit drei Themen, manche sogar mit mehr. Also über 1000 Themen werden wir mit Sicherheit schon gehabt haben. Und da kommen natürlich manche wieder und wieder vor. Wobei man halt sagen muss, dass ich manchmal trotzdem interessant finde, Sachen auch nochmal umformulieren zu können, sagen wir es mal so. Wenn ich das Gefühl habe, okay, das ist vielleicht beim letzten Mal, das hat jemand ins falsche Ohr gekriegt. Es gibt natürlich Leute, die wollen Sachen ins falsche Ohr kriegen, ne? Die geben sich möglichst Mühe, etwas misszuverstehen, damit sie sich dann daran stoßen können. Die gibt es natürlich auch. Also sind Gott sei Dank nicht so ganz so viele bei uns. Und wenn, wird es denen meistens ja auch schnell langweilig. Es gibt nur ganz, ganz wenige, die hartgesotten sind, Dinge absichtlich missverstehen wollen, um sich darüber aufregen und dann noch regelmäßig im Channel sind. Hallo, Balo. Ich finde die Änderung am GCD wirklich gut. Ich spiele aktuell Tank eigentlich schon immer und muss aktuell auf die Fähigkeiten der Bosse deutlich mehr achten, muss dementsprechend meine Dev-Skills besser timen. Ich weiß zum Beispiel, alle 45 Sekunden kommt der eine große Hit. Jetzt habe das Ding 2,5 Sekunden. Ich brauche 2 CD, damit meine Heiler keine Schnappatmung bekommen. Also den einen, der unter 6 Sekunden geht, vorher angemacht. Den zweiten während des Wirkens. Meiner Meinung nach erfordert das mehr Skill und deutlich mehr Aufmerksamkeit als zu Legion. Da ging es einfach nur, Boss macht Y, dann zünde ich jetzt X und Z. Mache noch einen Hit-Skill dazu. Das war mir in Legion deutlich viel zu einfach. Okay. Wenn Leute sagen, dass ihnen was zu einfach war, möchte ich gerne wissen, immer auf welchem Level die spielen. Ist das irgendwie, ich bin Mythic World First und mir war das alles zu easy, das Spiel darf schwerer sein, oder ist das so HC nicht clear, aber alles war zu einfach? Das wäre mal super interessant zu wissen. Selber für Mythic Plus. Nicht die Mechaniken der Bosse, sondern wie sich die Chars, gerade die Tanks gespielt haben, war mir zu leicht. Siehst du, ich finde, es wird grundsätzlich leichter jetzt. Es belohnt aber nicht das gute Spiel. Und jetzt ist es ja auch so, dass man eher auf seine Überlebensfähigkeiten achten muss, statt dass der Damage beim Tank stimmt. Oder siehst du das ganz anders als ich? Ja, ich sehe das schon ein Stück weit anders. Also ziemlich anders sogar. Erstmal das, was du beschreibst, die erste Situation. Bin mir nicht ganz sicher, ob alle sich im Klaren darüber sind, was der GCD ist. GCD ist Global Cooldown. Das ist, wenn du eine Fähigkeit benutzt, dass du für x Sekunden geblockt wirst, irgendeine weitere Fähigkeit zu nutzen. Das meint nicht den Cooldown der Fähigkeiten selber. Global Cooldown ist einfach einer, der allgemein ausgelöst wird. Und es gibt welche, die haben keinen GCD. Die kannst du auslösen, während du andere Fähigkeiten benutzt. Je nachdem, ob du Caster bist oder nicht. Manchmal geht das nicht bei Castern. Und wenn nicht, kannst du sie zwischen zwei Fähigkeiten benutzen, ohne dass deine Lücke entsteht. Du kannst auch mehrere GCD-freie Skills zusammen nutzen oder zusammen mit einem Skill, der einen GCD hat. Und das, was du beschreibst mit diesen Defensivfähigkeiten bei Bossen, hat sich nicht geändert, weil die Defensivfähigkeiten nicht auf einem GCD liegen. Da hat sich nichts geändert. Da ist nichts schwerer geworden oder verlangt mehr Skill oder so. Zumindest nichts, was mir bekannt ist. Vielleicht gibt es Tanks, bei denen das so ist. Beim Paladin sind die Defensivfähigkeiten, also die Mitigation-Fähigkeiten, auch weiterhin nicht auf dem GCD. Was sich geändert hat, war, dass der Self-Heal auf dem GCD gekommen ist.
Ich finde allgemein, dass mehr GCDs immer weniger Skill bedeuten, weil du weniger Auswahlmöglichkeiten hast. Du kannst weniger Dinge gleichzeitig machen. Du musst dir keine Sorgen machen, mit deinem Heal schnell zu reagieren, weil du nicht schnell reagieren kannst. Du kannst nur so schnell reagieren, wie der GCD ist. Und da du üblicherweise nahezu nie, um nicht zu sagen nie, aufhörst, das zu machen, was du tust, um zu hoffen oder warten, dass eine Ability kommt, nur damit du sie dann instant benutzen kannst, stört es eigentlich nur das normale Spiel, ne? Also, und belohnt den Faktor Glück. Diese Situation, dass halt der Self-Heal auf einem GCD liegt, bedeutet halt, wenn du Glück hast, kannst du den genau dann ziehen, wenn du ihn brauchst. Wenn du Pech hast, bist du schon tot, bevor du ihn ziehen kannst. Das ist für mich nicht fordernd, überhaupt nicht. Und wenn überhaupt, ist es leichter als vorher. Dazu kommt, ich finde die Idee, dass man glaubt, nicht hauptsächlich Schaden machen zu müssen, wäre anspruchsvoller absurd. Wirklich absurd finde ich die. Weil ja gerade das optimalen Schaden machen und dabei überleben können etwas ist, was wesentlich mehr Skill erfordert, als nur das eine machen zu müssen. Wobei ich dem aber auch nicht zustimme, dass es zurzeit so ist, dass man nicht viel Schaden machen muss, denn die Agro-Mechaniken wurden ja auch geändert. Die Agro-Mechaniken wurden so geändert, dass man jetzt als Tank deutlich weniger Schaden also Agro aufbaut. Auch das ist übrigens ein System, was ich nicht gut finde. Weil es schlechte Spieler bestraft auf Seiten der DDs. Entschuldigung, schlechte Spieler belohnt auf Seiten der DDs, denn die ziehen keine Agro. Gute Spieler aber bestraft, denn die ziehen Agro. Wenn überhaupt, sollte es irgendwie so ein umgekehrter Wert sein, Agro. Jeder Spieler erzeugt, keine Ahnung, im aktuellen Content, was weiß ich, 40.000 Agro oder so. Und der DPS wird davon abgezogen. Und nicht draufgerechnet. Das heißt, wer so richtig kacke ist, wird vom Boss als schwächstes Glied der Kette erkannt, um schnell umgeklatscht zu werden. Also lore-technisch müssen wir uns keine Gedanken machen, ob das Sinn ergibt oder nicht. Dass die Bosse allesamt irgendwie, die eigentlich super schlau sein sollen, immer nur auf den Tank hauen, das geht ja auch nicht drauf. Wir müssen so oder so, brauchen wir eine Mechanik, die spielerisch gut funktioniert. Also den Teil finde ich nochmal besonders mehr nervig auf Seite der DDs, dass die guten DDs bestraft werden und die schlechten DDs belohnt. Ja, wenn du nur 5000 DPS machst, ziehst du nie Aggro. Super. Hat nichts damit zu tun, dass du irgendwas kannst. Und es belohnt noch nicht mal die guten Tanks. Es belohnt weder die guten DDs noch die guten Tanks, denn ich als Tank kann noch so gut sein im Damage machen. Ich muss halt die Aggro halten, nicht gegen einen DD, sondern gegen jeden der DDs zu jeder Zeit, bei jedem Damage-Spike von ihm und jedem Damage-Loch von mir. Und das hat nichts mit Können zu tun. Wenn ich alle CDs anhabe, funktioniert das gut. Na klar, ich habe mein Equipment, meine Skills, gerade wenn ich Mythic tanke, darauf ausgelegt, auch sehr viel Schaden zu machen. Aber ich beende die Dungeons sehr, sehr häufig in der Region im Damage nicht weit unter den Damage-Dealern. Und trotzdem habe ich regelmäßig Aggro-Probleme, will ich nicht sagen, aber die Situation, dass die DDs kurzzeitig Aggro haben zumindest und auf die Mappe bekommen. Ich glaube, einer der Gründe, warum das im Moment noch keine so große Rolle spielt, ist, weil die Dungeons nicht so hoch sind, dass die Damage-Dealer nicht noch mit einem CC oder mit sonst was reagieren können und es trotzdem überleben, weil sie halt nicht geglobelt werden, also in einem Global Cooldown, Entschuldigung, umgehauen werden. Und selbst wenn wir das außer Acht lassen, dass dieses Aggro-Problem halt ein größeres geworden ist, womit eigentlich der Damage des Tanks wieder wichtiger geworden ist. Jetzt mal universell, ich weiß, bei Raid-Bossen kann ich mir nicht vorstellen, dass das insgesamt eine große Rolle spielt, weil man da wiederum sehr schnell die Situation erreicht, dass man gerade bei einem Tankwechsel über die Mechanik, wie halt ein Taunt funktioniert, der Taunt setzt dich ja immer an die Spitze der Aggro-Liste, sehr schnell an den Punkt bekommt, wo man eben nicht mehr die Aggro geklaut bekommen kann, die Aggro nicht mehr loswerden kann. Das ist ja auch keine, ne, das ist keine interaktive, keine tolle, keine irgendwas Mechanik. Sondern einfach nur eine undurchsichtige Mechanik mit einem Wert, den du im Spiel nicht nachvollziehen kannst, außer der Mob greift irgendjemand anderen an und wo du, ja, also nichts Produktives zutun kannst eigentlich. Ich weiß aber auf die Schnelle auch keine Lösung, wie das zu einer interessanten interaktiven Mechanik wird, die tatsächlich das gute Spiel belohnt, ohne dafür zu sorgen, dass einfach, wenn du Crit-Pech hast als Tank, DD hat Crit-Luck, dass du dann irgendwie der Gelackmeierte bist. Also grundsätzlich, auch der Teil ist nicht so ganz meine Wahrnehmung. Es ist aus meiner Sicht deutlich wichtiger geworden, in der Lage zu sein, guten Damage zu machen, was aber auch andere Nachteile wieder mit sich bringt, weil manchmal bist du halt ein Tank, der nicht so gut equipped ist wie die DDs. Da hast du auch wieder gelitten, weil das Ganze halt mit dem Gear skaliert. Das ist auch eine Sache, die man mal grundsätzlich hinterfragen sollte als Entwickler. Sollte die Aggro mit Equipment skalieren?
Oder sollte das wenigstens etwas sein, wo es nur, in Anführungsstrichen nur, auf die vernünftige und richtige und gute Spielweise ankommt und nicht darauf, dass du eben denselben oder höheren Item-Level hast wie der Top-DD? Und last but not least, den einen Teil, warum ich die Defensive für lange nicht so skillvoll halte, wie das in Legion und zu anderen Zeiten der Fall war, nämlich durch das Dazufügen von GCDs, was das Gameplay verlangsamt, ist, dass du dich jetzt häufig in Situationen siehst, in den 5-Mann-Dungeons, wo du überhaupt nicht mehr defensiv spielst und einfach nur noch wegrennst. Ne, weil das Spiel so ausgelegt ist, dass die Trash-Mobs dich ja in einem GCD oder in Zweien töten und du sie einfach nicht mehr tanken kannst, egal was du machen willst. Also selbst mit Cooldowns könntest du sie nicht tanken. Ist schon schlimm genug aus meiner Sicht, dass es mehr als eine Mechanik gibt bei einem Bosskampf, wo du einfach nur wegrennen musst. Mir fallen spontan Bosskämpfe, Trashkämpfe, glaube ich, mindestens mal zwei oder drei Bosse ein, bei denen das so ist. Ja, mit den Affixen wird das halt auch noch bei ganz, ganz vielen Trash-Mobs so, dass du der best-equippte, stärkste, mächtigste, toughste Tank der Welt, der die Mythic-Bosse ohne Probleme halten kann, vor einem Trash-Mob wegrennen musst, weil der gerade irgendwie die Enrage-Affix hat oder so und dich mit einem Swing aus dem Leben hustet. Worüber ich auch schon mal mehrfach gesagt habe, was ich davon allgemein halte, aber auch das heißt halt, da ist das defensiv spielen können nochmal weniger wichtig, weil es viel, viel wichtiger ist zu erkennen, wann ist die Zeit gekommen, wegzulaufen. Also ja, wie soll ich sagen, ich stimme in keinem Punkt zu. Ich stimme in den Punkten nicht zu, um das zusammenzufassen, dass viele Dinge, die du beschreibst, gar nicht existieren, weil diese Arten von Cooldowns überhaupt nicht auf dem GCD gekommen sind. Dann stimme ich nicht zu, dass es schwerer ist oder mehr Skill verlangt, defensive Abilities zu nutzen oder Heal-Abilities zu nutzen, wenn sie auf einem GCD liegen. Das verlangt weniger Skill, weil man viel weniger Auswahl hat, Sachen zu nutzen und viel weniger Reaktionszeit haben kann und muss, um sie zu nutzen. Ich stimme nicht zu, dass man weniger Schaden machen können muss, dass Schaden unwichtiger geworden ist. Ganz im Gegenteil, Schaden ist wichtiger geworden, weil die Akromechaniken geändert wurden. Und ich stimme nicht zu, dass allgemein die Defensivfähigkeit und die Defensivspielweise wichtiger geworden ist, zumindest nicht im Hinblick auf Mythic Plus, weil dort der Faktor Wegrennen, der in vielen Fällen notwendigste ist. Oder sagen wir, nicht weggerannt zu sein, hat mich häufiger das Leben gekostet, als nicht vernünftig getankt zu haben oder nicht vernünftig die CDs gezogen zu haben. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich danke euch für eure zahlreichen Zuschriften. Lasst sie mir weiterhin zukommen. Ich brauche die, um BMZs zu machen und immer interessante Themen zu finden. Macht es gut und tschüss, sagt euer Onkel Barlow.